Der größte industrielle Abnehmer von Gas in Deutschland ist der Chemiekonzern BASF. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ludwigshafen verbraucht rund 3,5% der Gesamtmenge an Gas hierzulande. Aus diesem Grund blickt der Konzern mit Sorge auf die Entwicklung am Gasmarkt und hat bereits einen Notfallplan erarbeitet. Bislang verlief das Geschäftsjahr für BASF allerdings gut. Das Unternehmen peilt für dieses Jahr einen Gewinn von bis zu 7,2 Milliarden Euro an. Gas für die BASF Energie und Rohstoff. Sollte es zu einem Gasmangel und einem Produktionsstopp kommen, wären Kunden aus vielen Branchen von den ausbleibenden Lieferungen des Chemieriesen betroffen. Beispielsweise die Automobilindustrie. Fehlen würden Kunststoffteile und Lacke. Die Landwirtschaft braucht dringend Düngemittel. Auch hier ist die BASF einer der weltweit wichtigsten Produzenten. Ihr Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller rechnet deshalb bei Gasmangel mit einer Priorisierung. Wir gehen dann davon aus, dass natürlich große Teile der Chemieindustrie wirklich systemrelevant sind. Ich mache aber auch ganz klar die Aussage, dass nicht die gesamte Chemieindustrie systemrelevant ist. Und ich glaube, dass die Chemieindustrie hier schon die entsprechende Beachtung findet. Auch das mittelständische Unternehmen Gechem in der Pfalz ist auf Vorprodukte der BASF angewiesen. Hier werden pro Tag bis zu 80 Tonnen chemische Flüssigkeiten für die Kfz-Branche verarbeitet. Würde das Unternehmen diese Produktion wegen Gasmangels einstellen, hätte das hier Konsequenzen, so die Geschäftsführerin. Dann hätte ich schon ein Problem. Also das wäre dann das erste seit 3 Jahren, weil Krisenmanagement seit 3 Jahren war okay hier noch. Dann müsste ich wahrscheinlich auch die Karte Kurzarbeit ziehen. Also zumindest mal die Karte Kurzarbeit, wenn nicht mehr. Noch aber liefert die BASF in vollem Umfang. Die Unsicherheit aber bleibt.